Vorrunden aus bei der Fußball-WM. Der Sieg gestern Abend gegen Costa Rica war nicht genug, um es in die K.O.-Runde zu schaffen. Was das für Bundestrainer Flick bedeutet, ist noch nicht absehbar. Er selbst will weitermachen. Doch DFB-Präsident Neuendorf hat zunächst mal eine umfassende Analyse eingefordert und für kommende Woche eine Krisensitzung einberufen. Der DFB-Tross macht den Abflug. Weg von Katar, weg von der großen Fußballbühne. Auf die gehört die Nationalmannschaft nicht mehr, nach dem erneuten Aus in der WM-Vorrunde. Sie können sich vorstellen, dass der Verlauf des gestrigen Tages für uns eine herbe Enttäuschung ist. Das Ausscheiden aus dem Turnier schmerzt außerordentlich. Die Mannschaft versteckt im Bus. Am frühen Morgen reist die DFB-Delegation ab aus dem Wüstenquartier. Am Flughafen gibt es nur ein Statement ohne Nachfrage vom Präsidenten. Nächste Woche wird er sich mit Trainer und Manager treffen. Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit dem Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Ein Neustart erscheint zwingend nötig. Die WM-Mission ist missglückt, schon wieder. Ein Hauptproblem, die Defensive. Seit 6 Jahren ist das Team bei großen Turnieren nie ohne Gegentor. Zwar gewinnt Deutschland mit 4:2 gegen Costa Rica, aber Spanien verliert im Parallelspiel und besiegelt das zweite WM-Vorrundenaus in Folge. Meine Enttäuschung ist riesengroß, genauso wie meinem Trainerteam. Ich glaube, ich kann das, habe ich im Vorfeld auch schon gesagt, dass mein Trainerteam wirklich gute Arbeit geleistet hat und die Mannschaft gut vorbereitet hat. Aber letztendlich hat es nicht gereicht. Personaldiskussionen und Entscheidungen stehen an. Eine ungemütliche Vorweihnachtszeit für den DFB. Ungemütlich könnte es allerdings auch noch nach Weihnachten werden, nämlich wenn der Strom ausfällt. Um das zu verhindern, hat der Bundestag Änderungen am Kohleausstieg beschlossen. So sollen 2 Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen vorerst weiterlaufen, die eigentlich zum Jahresende vom Netz gehen sollten. Insgesamt aber wird der Kohleausstieg in NRW vorgezogen. Statt 2038 soll schon 2030 Schluss sein.